bin jetzt auf dem Weg zur Grenzplatte. Die liegt genau an der tschechischen Grenze. Und dafür muss ich scheinbar ziemlich weit nach oben. Hui, fürs Erste bin ich wohl erstmal oben. Oh, irre. Oh, ist das schön hier. Klitschnass. Bisher habe ich auch noch keinen Wanderer gesehen, aber scheinbar ist diese Ecke nicht allzu überlaufen. Auch hier sind auf der linken Seite überall Felsen. Ich habe gerade so heftige Ehrfurcht. Irre. Grenzplatte. Das alles für mich allein. Übrigens, in diesem Gebiet sind Luchse zu Hause. Leider habe ich noch keinen gesehen. Oder vielleicht mal gut, ich habe noch keinen gesehen. Sind Luchse gefährlich für den Mensch? Dennoch wäre das eine Wahnsinnserfahrung, einen Luchs in freier Wildbahn zu sehen. Im Allgemeinen sehe ich aber echt wenig Tiere. Also Unmengen an Insekten und viele, viele Vögel. Aber sonst kein Reh, kein Eichhörnchen, kein Hirsch und halt auch kein Luchs. Diesen Weg muss ich nun lange folgen. Kennt ihr das, dass ihr irgendwann an einen Punkt kommt, wo die Beine einfach von alleine laufen? Bei mir fühlt sich das auf jeden Fall gerade so an, als wenn ich gar nicht mehr aufhören kann. Und hier darf ich jetzt lang. Zwischen den Felsen. Wow. Hier haben sich richtig kleine Höhen gebildet. Irre. Jetzt wäre ich gerade im Dschungel. Hier ist die Benno-Höhle. Betreten auf eigene Gefahr. Kommt richtig kalte Luft raus und auch ein Nebel. Ich höre es auch darin plätschern. Reingehen tue ich allerdings nicht. Dafür habe ich nicht die richtige Ausrüstung mit und alleine gehe ich sowieso in keine Höhle hinein. Und zugegeben, mir war es jetzt ein bisschen gruselig. Diesen Ort werde ich mir merken und irgendwann mit der richtigen Ausrüstung werde ich diese begehen. Wirklich schöner Ort. Ich bin gleich bei der Otto-Mühle. Also diese Ruhe hier, ich wünschte, ich könnte sie einpacken und einfach mit nach Hause nehmen. Die Otto-Mühle ist leider derzeit wegen Corona geschlossen und auch der Imbiss. So, ich bin beim Parkplatz angekommen. Für mich gibt es jetzt erstmal eine Bockwurst. Die habe ich mir extra bei einer Tankstelle geholt, damit ich nach der Wanderung was Leckeres, Deftiges zu essen habe. Yummy! Oh, danke, liebe Vergangenheits-Elli. Das war eine super Idee. Das da oben ist der Lilienstein. In diesem Video könnt ihr sehen, wie ich diesen bestiegen bin. Ich war jetzt gerade noch mal einkaufen, weil ich möchte heute Abend etwas ganz Bestimmtes essen. Ich habe so Appetit darauf. Generell habe ich ein bisschen Proviant eingekauft, damit ich mich jetzt die nächsten 2 Tage noch mal richtig stärke. Weil übermorgen starte ich auf dem Malerweg.
Und ich möchte mir sozusagen noch ein bisschen Energie dafür anfuttern. So, ich bin wieder beim Zelt angekommen. Geduscht habe ich auch schon. Und nun koche ich mir mein spezielles Abendessen. Das sind alle Zutaten, die ich für heute brauche. Zuerst rate ich das Hackfleisch an. Solange das Hackfleisch brät, mache ich schon mal den nächsten Teil. Und zwar öffnen wir jetzt die Chips-Tüte. Und da tun wir jetzt den Mais und die Bohnen rein. Und auch den Schmand und auch die Salsa. Wer möchte, kann auch noch ein bisschen Käse hinzufügen. Zum Schluss kommt jetzt noch das Hackfleisch in die Tüte. Und jetzt richtig schön zermalmen. Ihr könnt es dann direkt aus der Tüte essen oder ihr packt euch ein Teil wieder in den Topf zurück. So wie ich. Sieht vielleicht nicht ganz appetitlich aus, ist aber unglaublich lecker. Ich werde danach direkt ins Bett gehen. Ich bin ziemlich erschöpft von heute. Und in diesem Sinne sage ich euch gute Nacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da oder schreibt mir was in die Kommentare. Und es würde mich riesig freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, gute Reise.